Ja, ich habe mir schon was Neues rausgesucht für zwischendurch und das ist Mario All-Stars, heißt das Spiel, also viele kennen das noch, vielleicht auch einige nicht, viele waren noch nicht geboren. Das ist ein Spiel in dem alten Mario Teil, wie zum Beispiel Mario, Super Mario 1 für NES von 1987, Super Mario 3 1991 ebenfalls NES und 1989 rausgekommen Super Mario 2 auch NES und Super Mario The Lost Levels ist zum ersten Teil, aber wir fangen mal einfach mit dem ersten Teil an, würde ich sagen. So, ja, machen wir uns einen neuen Spielstand. Wobei, wir fangen einfach hier an und fangen mit der ersten Welt an. Wir können uns am Anfang auch noch ein oder zwei Spiele, also das ist eigentlich ein Remake. Super Mario Brothers, ein Spieler, also wenn ich einen zweiten Controller drin hätte, könnte ich auch zwei Spieler machen, aber ich habe nur einen drin. Mehr brauchen wir auch nicht. World 1 von 1, ja. Ja, man muss dazu sagen, die Grafik ist besser geworden, vielleicht ist jetzt etwas sehr hell bei euch, ich weiß es nicht. Dann müsst ihr einfach mal ein bisschen dann, ja, keine Ahnung, zusehen, ob ihr es dunkler machen wollt oder wie auch immer. Eigentlich ist es nicht so hell, also bei mir zumindest ist es gerade sehr hell. Ja, dieses Spiel habe ich schon gespielt, aber ich weiß nicht. Das habe ich in etwa, das habe ich schon vor Kirby gespielt. Das kam damals mit dem NES raus, also, ja, es gibt ja auch keine Röhren. Nintendo Entertainment System, ja, das war der allererste Nintendo, der jemals rausgekommen ist. Und ja, das ist halt dieses typische Mario-Prinzip, das alte noch. Mit der Super Nintendo-Grafik, also von Mario und Yoshi. Super Mario World halt. Und hier ist halt Mario Land. Ja, das war das erste Level. Hier springen wir noch an Fahren, wie es halt in diesem Teil üblich ist. Ja, jetzt aber. Ja. Und rennt immer in so kleine Gebäude rein. Immer drei Level und dann kommt Bowser am vierten oder so. Und das Ganze hat, glaube ich, acht Welten oder so. Ja. Was soll ich sagen? Ist halt ein altes Spiel. Man kann nicht rummeckern, hat schon eine bessere Grafik. Ja, ein Teil der Level hat sogar seinen Weg nach Brawl gefunden. Oh, verdammt, da kommen ja Gegner. Hatte gerade kurz ein MSN-Fenster offen. Ja. Ja, eine Feuerblume, die kennen wir auch alle noch. Zumindest wer sich mit den älteren Mario-Teilen auskennt, also. Die Super Mario Bros. Im Grunde genommen nichts anderes als aufgewärmter Kaffee, kann man sagen. Man hat im Grunde genommen das Spielprinzip aus diesen Spielen übernommen. Aber mal ganz ehrlich, wem will man das auch verübeln? Ich kann nur sagen, nach Mario 64 ging es ein bisschen bergab. Ich könnte euch ja mal wieder einen kleinen Glitch zeigen. Geht aber eigentlich jeder. Na, den Schermensch jetzt endlich nicht. Sondern eher das hier. Jetzt können wir hier oben langlaufen, sparen uns all die Gegner da unten bis zu einem gewissen Punkt. Zurücklaufen können wir nicht. Nein, das geht nicht. Das hätte ich sparen können. Ja, und so können wir das halbe Level damit beenden und es vorzeitig machen. Was ich gerne noch spielen. Und wenn wir hier oben lang gehen, kommen. Wenn wir da oben lang gehen. Hier so lang kommen wir zu einer geheimen Röhre, da kommen wir zu drei Röhren, da können wir die Level über, da können wir die Welten überspringen mit, aber das möchte ich gar nicht. Nee, das spielen wir mal alles jetzt richtig durch, das Spiel. Ursprünglich hat man nicht die Möglichkeit, in den einzelnen Welten, also nach irgendwie, weiß ich nicht. Na, wenn man so eine ganze Welt halt geschafft hat, nach dem vierten Level zu speichern. Es ging nicht, deswegen gibt es auch dieses Röhrensystem. Dass man halt schneller in die Welten wieder kam, um dann schneller halt zu arbeiten. Das werden wir auch in mehreren Leveln finden. Das sogenannte Teppich-Level, wie wir es jedenfalls früher mal genannt haben. Weil es ein bisschen aussieht wie Teppiche. Das ist immer das vorletzte Level, sowas hier, mit diesen komischen ganzen Plattformen. Ich kann nur sagen, ich mag die Level nicht besonders. Sie sind anstrengend. Ah, anders kann ich sie nicht bezeichnen als anstrengend. Anstrengend und sehr nervig. Denn wir müssen springen, springen, springen. Und wenn ich schon mal Tomb Raider spielen, dann der weiß, wie ich zu springen stehe. Richtig, ich hasse es. Ja, wenn wir keine Feuerblume haben, wäre dort ein, also wenn wir keinen Pilz gehabt hätten, wäre dort ein Pilz drin gewesen. Vielleicht, dass ich diese Wahl bereuen könnte. Und nein, es geht auch um die Juhu-Glück gehabt. Na, das sind ja noch die ganz einfachen Level. Oh. Nee, ey. Ja, ich weiß, wie kommt die Leute plötzlich darauf, wieder Super Game Boy und Super Nintendo zu spielen? So alte Konsolen,
Die sind doch alle so Mist. Nein, Spaß beiseite. Ja. Ich habe auch den Nintendo 64 und so da und ein GameCube, eine Wii. Und den allerersten NES auch noch. Problem ist nur, den kann ich an meinen Grabber anschließen. Den NES. Weil nur dieses Gartschinstinger, wie auch immer man sie nennen mag. Naja, egal. Feuerwerk gibt's auch manchmal, zumindest bei den großen, glaube ich. Ja, viertes Level, Bowser. Diese Musik kommt in jedem Bowser-Level. Wir werden uns ruhig daran gewöhnen. Hier ist jetzt noch nichts Schlimmes. Ah, nein! Verdammt! Ja, Lava kann uns besiegen, aber das kennt eigentlich alles, glaube ich, schon. Und ein neuer Versuch. Wir sind klein, was die Sache nicht unbedingt erleichtert. Verdammt! Mann! Ja, ich versuche in diesem Video mal nicht so viele Schimpfwörter zu verwenden wie bisher. Ich will doch sagen, wie schon gesagt, es tut mir leid, wenn ich so viele Schimpfwörter verwende. Wenn ich es im Kirby Streamland nicht erwähnt habe, möchte ich es jetzt mal tun. Und liebe Kinder, wenn ihr euch meine Let's Plays anguckt, labert den Mist, den ich da sage, bitte nicht nach. Danke. Wir sind bald bei Bowser. Das macht er immer, wenn wir in seiner Nähe sind. Ordentlich Feuer spucken. Wir sehen im Hintergrund seine Bilder, die gibt es auf dem NES nicht. Ja, das ist Bowser, der sah früher auch mal ganz anders aus auf dem NES. Zack, wir machen die Brücke mit der Axt dort kaputt. Die sehen wir leider nicht so ganz, weil mein Grabber nicht so gut ist. Und zack, das war's. Bowser fliegt in die Lava. Danke, Mario. Aber unsere Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Ja, ich weiß jetzt nicht, um welches es geht, ob um Daisy oder Peach. Auf dem Gameboy ging es um Daisy, aber das Spiel kann ich euch auch mal Let's Playen irgendwann. Ich möchte euch gerne die ersten drei Mario-Teile alle Let's Playen, wenn ihr wollt. Teilweise werde ich auch ein bisschen schummeln. Und von mir ist auch gerne die ersten fünf, weil ich kann ja auch genauso gut dann... Manchmal finden wir auch sogar einen Blöcke, da ist auch manchmal was drin. Aber ich denke, Mario kennt eigentlich jeder, braucht man eigentlich nicht so viel zu erklären. Naja, ich mach's mal trotzdem. Ja. Wo war ich? Genau, bei den geheimen Blöcken. Manchmal gibt es auch so eine geheimen Blöcke, wie ihr gesehen habt. Also, die sehen aus wie ganz normale Blöcke und dann ist da was drin. Ach so, Goombas. Goomba, Goomba! Koopas! Ja, es gab auch wohl mal eine Mario-Fernsehserie. Die haben sie leider irgendwann abgesetzt und die bringen sie schon gar lange nicht mehr. Auch sehr schade eigentlich. Die Pflanzen heißen, weiß ich nicht. Die haben immer mal einen anderen Namen. Ein Stern! Nee, der trägt nicht mehr den Namen. Wir sind hier nicht bei DJ Ötzi. Naja. Zack. Bam. Ja, warum fange ich plötzlich wieder so viel an zu Let's Playen? Ich hätte ja schon vorher angefangen, aber... Wie das halt immer so ist, wenn man Schule hat und... Naja. Schule geht vor. Das ist das Wichtigste, was man dazu sagen kann. Ich denke auch ehrlich gesagt darüber nach, demnächst ein Let's Player Tutorial zu machen. Ich bin zwar nicht so berühmt, die wenigsten kennen mich eigentlich auf YouTube und auch auf anderen Plattformen kennt man mich nicht als Let's Player, aber ist mir jetzt auch egal. Also ich bin auch keiner mehr, ehrlich gesagt, ich betrachte mich nicht mehr als solchen. Aber ich mache selbstverständlich weiter an diese Videos. Ah, es kennt ja alles schon, ich müsste alles schon von mir. Zumindest diejenigen, die Let's Play Berichte gucken. Ja, ich denke mir dabei, was wenn ich das Zeugs mache, also das sollte jetzt kein Angriff sein. Entschuldigt, wenn es rüberkam. 5000 Punkte ist Maximum. Hm. Ja. Ich denke mir aber auch mal so ein bisschen mein Teil. Jetzt kriegen wir Feuerwerk. Wenn wir alle Punkte bekommen, gibt es mehr Feuerwerk. Ich will mal sagen. Hm. Ein Unterwasserlevel. Nein. Damit könnte er mich ja echt jagen. Hm. Ja. Wie schon gesagt, diejenigen, die das geguckt haben, die kennen das ja schon. Was soll ich sagen? Die Tonqualität hat sich auch verbessert seit dem NES. Aber eigentlich, ich mag die Musik von diesen Leveln total. Was ich nicht mag, sind diese blöden Viecher hier, Tintenfisch, Oktopus, nennt sie wie sie wollt, halt Kraken. Kraken sind das, genau. Juhu! Diese Fische mag ich auch nicht. Die hab ich ja gefressen. Oh. Ah, ist halt so eine Art Redewendung. Wieso ich plötzlich auf dieses Spiel gekommen bin, ich weiß nicht. Nachdem ich Nostalgica gespielt habe, also das Special Nostalgica mit Kirby halt, bin ich halt auf den Trichter gekommen. Ich könnte mal wieder eine Runde Mario spielen. Jeder mag Mario. Mario ist cool, also. Ja,
ich muss so, ich habe sogar mal was rausgeschnitten, wo ich meinte, ich mag ihn nicht. In einem Brawl Special habe ich mal gesagt, ich mag ihn nicht. Das werdet ihr aber nicht finden, weil ich es halt vorher entfernt habe, weil es eigentlich eine völlige unnütze Aussage war. Ich bin auch nur stinkig, dass ich gegen ihn ausgerechnet ran musste. Fertig. Ist noch ein leichtes Wasserlevel. Kommen wir da oben hin? Nein. Schade, hätte ja klappen können. Ihr seht, da oben ist eine Zeitleiste und wenn die auf 99 fällt, wird die Musik schneller und wir müssen uns beeilen, wenn die auf 0 fällt. Na, ja, verlieren wir ein Leben. Alles also noch ganz locker, wie immer. Ja, Yoshi kam erst später. Seinen ersten Auftritt hat er eigentlich auf dem NES. In Mario und Yoshi ist das Spiel, glaube ich. Ist so eine Art Tetris. Ach nö, nicht ein Brückenlevel. Ist ja genauso schlimm. Ach, Nintendo, ihr habt mich heute so lieb. Wie immer. Nein, mit den fliegenden Fischen, die sind auch schlimm. Warum ich diese Fische als schlimm bezeichne, ganz einfach. Teilweise kommen sie während man springt. Na, seht ihr, ich wollte gerade losspringen, da kam so ein Fisch. Und man springt entweder an sie rein oder man wird von ihnen erwischt in der Landung. Mann, jetzt reicht's mal. Oh, Glück gehabt. Das ist hier alles noch ganz angenehm von der Level her. Das wird noch schlimmer. Oh, Glück gehabt. Was habe ich heute teilweise für ein schönes Glück und teilweise für ein Pech. Und zweimal im ersten Bowser-Level gestorben. Ja. Man muss dazu sagen, im Trickfilm ist der Typ Cooper, aber eigentlich heißt der Bowser, Pauser, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ich da weinen oder lachen soll. Also weinen würde ich ja nicht wirklich, aber jammern oder lachen, so meine ich das. Juhu, wir sind klein und es macht doch Spaß, klein zu sein und nicht mehr schießen zu können. Da freue ich mich doch. Boah. Ihr wisst, was ich meine jetzt? Ich meine, ich kann nicht schießen. Wenn man nicht schießen kann, dann ist das die Hölle gegen diese Viecher. Ah ja, hat schon einer Greenpeace angerufen? Mario springt jemand auf Schildkröten und Fischen rum. Und schießt auf die und auch auf Oktopusse. Also Kraken. Das geht doch nicht in Ordnung. Nein, Spaß beiseite. Das ist ein alter Witz. Der denkt mir wirklich lustig, aber egal. Ja, anscheinend gibt es auch Brückenlevel, nicht nur noch Teppichlevel. Hat mich wohl getäuscht. Okay. Ja, unsere ersten Feuerbälle, glaube ich. Wobei, das letzte welche, keine Ahnung. Jetzt! Oh! Ihr wisst nicht, wie schwer das ist, mit so einem alten Controller ein Super Mario-Spiel zu steuern. Also, die neueren sind präziser, muss man mal wirklich sagen. Zumindest teilweise. Nicht immer. Aber immer öfters. Den Pilz sah früher auch ganz anders aus. Sollte ich mir mal einen Adapter für meinen Grabber kaufen, zeige ich euch mal. Das Ur-Mario, ja, jetzt kann er unten oder oben langlaufen. Nimmt sich nichts. Wo wir langlaufen. Oh doch. Schau mal einer an. Okay. Jetzt dürft ihr euch bei mir beschweren, weil ich mich getäuscht habe. Nein. Spaß beiseite, ja. Ja, nur ein Witz, dass ihr euch beschweren dürft. Ach Mann. Die haben mich doch alle so zum Fressen gerne hier. Wow. Kirby aufgenommen, Battletoads aufgenommen und jetzt noch Super Mario am Aufnehmen. Mann, was stehst du da rum, Alter, ey? Save and continue, continue, save and quit, wie auch immer. Ja, wir müssen in der ersten Welt von Land 2 wieder anfahren. Aber an Mario, keine Ahnung, kommt so schnell nichts mehr ran in meinen Augen. Der hat noch kaum Fähigkeiten, Panzer kann er noch nicht mitnehmen, das kommt alles noch in den späteren Teilen. Er hat später mehr, aber er kann raufspringen und zack, zack. Ist nur doof, wenn der Panzer jetzt zurückkommt. Deswegen ist das ja am effektivsten. Wer oder was war Mario früher? Mario war ursprünglich mal ein Klempner. Zusammen mit seinem Bruder Luigi, den sehen wir hier nicht, aber den müsste eigentlich jeder kennen, den Typ mit der grünen Mütze. Der lange da, der große lange, der immer mit Mario unterwegs ist. Ich kenne eigentlich jeder, also fast aus wie Mario, nur eine Spur länger, dünner. Ja, die beiden sind da irgendwie in diese Welt gekommen, jedenfalls im Trickfilm, haben sie nicht wirklich gezeigt, jedenfalls kann ich mich daran nicht erinnern. Es gab sogar mal einen Mario-Kinofilm, fällt mir gerade ein. Ach ja, was war ich als Kind ein Mario-Fan, ey, das glaubt ihr mir gar nicht. Thank you.
Tja, jetzt gibt's nichts. War nicht viel, ich bin weggerutscht und naja. Wie schon gesagt, die alten Controller taugen noch nicht so viel, also die Steuerung ist noch nicht so gut. Egal, hätte mir auch auf der Wii im Nintendo Store runterladen können, aber nee, muss nicht sein. Nicht noch unnötig Geld hier ausgeben. Ich meine, ich habe das Spiel da und gut ist. Ja, habe ich schon gesagt, der Wald mit seinem Bruder irgendwie dann da und irgendwie retten sie in jedem Teil die Prinzessin. Entweder es ist Peach oder es ist Daisy. Ja, diese Kraken ärgern uns ganz gerne. Wenn wir oben, wenn wir über den sind, dann gehen die höher. Wenn wir unter den sind, machen die das. Dann lassen wir mich mal einfach fallen und probieren uns damit zu erwischen. Teilweise schaffen sie es sogar. Aber ich möchte mich jetzt am besten nicht erwischen lassen, weil das mein Untergang bedeutet. Ich bin klein, das bedeutet, ein Treffer würde mich erwischen. Er würde mich erledigen. Ja. Mario isst super duper gerne Spaghetti. Da gab es sogar mal eine Folge mit dem Vogel so am Ende. Da haben die einem Vogelbaby geholfen. Und am Ende hat... Oh nein! Verdammt. Ja. Verdammt, Mensch. Auf jeden Fall, dass ich es weggenuschelt habe, sonst tut mir leid. Hatte eine Hand im Gesicht, also meine eigene halt. Ja. Und da haben sie halt am Ende etwas Längliches bekommen, was für die wie Spaghetti aussah. Und Mario hat sich halt gefreut. Also von der Vogelmutter als Dankeschön dafür. Und wollte los essen, da sagte die Mutter, das sind keine Spaghetti, das sind Würmer, weil Vögel essen ja Würmer. Das weiß eigentlich jeder, denke ich mal, beziehungsweise die meisten. Und wer es nicht weiß, der weiß es jetzt, dass Vögel gerne Würmer essen. Nicht alle, aber viele. Ja, wieso ist dieser Fisch genau diese Farbe wie dieser Block? Erklär mir das mal einer, wenn ich die Augen von dem, der nicht sehen will, will ich gar nicht merken, dass der da ist. Na, ja, dieses Mal hab ich's geschafft. Ja, dann sind sie halt weggerannt. Ich würde sagen, die Mario-Trickserie war schon mal lustig. Ich habe sie immer gern geguckt als Kind. Es gab ja auch mal die Mega Man-Trickserie, aber alles zu seiner Zeit. Wenn ich mal Mega Man-Let's Play mache, erzähle ich euch darüber. Ich denke, es wird schon ein kleines Mega Man-Let's Play kommen. Nicht viel, aber zumindest ein kurzes Mal. Ja.